Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Im letzten Video haben wir uns den Rumpf der Klasse letztendlich angeschaut, also den Klassenkopf, den Klassenscope. Und wir haben gelernt, dass wir hier innerhalb des Klassenscopes nicht einfach Code schreiben, sondern eben sogenannte Member oder Klassenmitglieder definieren. Und in diesem Video schauen wir uns die Felder genauer an. Was ist denn das? Und dazu nehme ich einfach mal diese Beispielklasse weg und schreibe eine neue Klasse, die heißt Person. Und in dieser Klasse definiere ich ausschließlich Felder. Okay. Wir haben jetzt in dieser Klasse drei Felder definiert. Und schauen wir uns mal genauer an, wie definiert man denn überhaupt Felder. Zunächst, wie gewohnt, die üblichen Modifizierer. Bitte beachten Sie, hier habe ich nicht den Modifizierer static mit hinzugenommen. Hier haben wir allerdings eben den Modifizierer public im Einsatz. Nach den Modifizierern, die man eben hier sieht, kommt der sogenannte Typ des Feldes. Das kann man sich im Prinzip genauso analog wie der Typ einer Variable beispielsweise oder eines Parameters vorstellen. Also hiermit sage ich aus, welche Werte können denn in diesem Feld gespeichert werden. Und danach kommt der Bezeichner des Feldes oder der Feldname. Und dieser Name muss eben eindeutig sein innerhalb einer Klasse. Also es würde nicht gehen, wenn ich hier noch ein zweites Feld mit dem Vornamen machen, nicht mal wenn ich da den Typ ändere. Also bei Feldern ist, oder überhaupt bei allen Klassenmitgliedern, seien es Methoden, Felder, Eigenschaften oder Events, ist eben der Bezeichner jeweils ausschlaggebend. Bei Methoden wissen wir noch, die kann man überladen, aber dann muss eben die Parameterliste unterschiedlich sein. Ansonsten zieht immer der Bezeichner. Ja, diese Klasse hier ist letztendlich fast wie eine Struktur in C. Wenn wir uns zurückerinnern, eine Struktur ist auch eine Zusammenfassung von mehreren Werten letztendlich. Und auf diese Werte kann man dann entweder schreibend oder lesend einfach zugreifen. Und im Prinzip können Sie diese Klasse, die wir hier beschrieben haben, jetzt wirklich genauso sehen. Das heißt, wenn wir diese Klasse einsetzen, kann man eben diesen Feldern, ähnlich wie Variablen, Werte hinzufügen oder Werte auslesen. Und wie man Klassen instanziiert, schauen wir uns genauer im nächsten Video an, wenn wir eben diese Klasse hier einsetzen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich auf das nächste Video. Bis dann!